Aufgabe B2.4. Das Tischset wird mit einer Borte eingefasst. Bestimmen Sie rechnerisch den Umfang U der Figur, die durch die Strecken IA, AB, BF sowie die Kreisbögen GF, GH und IH begrenzt wird. Also gesucht ist der Umfang der Figur mit IH, AB, BF, dem Kreisbogen GF, dem Kreisbogen GH und dem Kreisbogen IH. Also diese rote Gesamtstrecke, der Umfang davon soll berechnet werden. Schreiben wir nochmal auf, welche Größen wir dafür benötigen. Also einmal die Strecke AI plus die Strecke AB plus die Strecke BF plus den Kreisbogen GF plus den Kreisbogen GH plus den Kreisbogen IH. Das lässt sich jetzt noch ein bisschen vereinfachen, indem wir überlegen, die Strecke AE ist zum Beispiel gleich lang wie die Strecke BF. Also können wir einfach schreiben, zweimal die Strecke AI. AB gibt es nur einmal. So, und der Kreisbogen GF ist genau gleich lang wie der Kreisbogen IH. Also zweimal Kreisbogen IH plus noch den Kreisbogen GF, GH. So, überprüft wir, welche Strecken kennen wir schon davon. AI kennen wir nicht, AB ist bekannt mit 60 cm, IH kennen wir auch noch nicht und der Kreisbogen GH ist uns auch noch unbekannt. Also gehen wir an die Berechnung von diesen drei unbekannten Strecken. Fangen wir zum Beispiel mit GH an. Auf Formelsammlungsseite 34 finden wir auch die Formel zur Berechnung des Kreisbogens, nämlich B ist gleich 2 mal R mal Pi mal Mittelpunktswinkel geteilt durch 360 Grad. So, fangen wir mit dem Kreisbogen GH an, weil da ist uns der Mittelpunktswinkel schon bekannt. GH lässt sich also berechnen durch 2 mal den Radius. Radius ist nichts anderes als die Strecke EK. Die ist uns bekannt schon mit 13,9 cm. Mal Pi mal Mittelpunktswinkel, das sind die 112,8 Grad, geteilt durch 360 Grad. Und das ergibt dann eine Länge von ungefähr 27,4 cm. So, gehen wir als nächstes auf den Kreisbogen IH. Für den Kreisbogen brauchen wir allerdings noch ein paar Größen, nämlich einmal den Mittelpunktswinkel und auch noch den Radius. Diese beiden Strecken müssen wir, beziehungsweise die Strecke und den Winkel, müssen wir noch berechnen. Fangen wir mit dem Winkel an, weil der etwas einfacher ist. Das ist der Winkel ADB. Und wenn wir uns das Dreieck schon betrachten, wo der Winkel drin liegt, im Dreieck ABD, kennen wir diesen Winkel, der ist 75 Grad. Diesen Winkel, der ist 33,6 Grad
Also lässt sich dieser Winkel berechnen über die Innenwinkelsumme mit 180 Grad minus 75 Grad minus 33,6 Grad. Und das ergibt dann eine Größe von ungefähr 71,4 Grad. So, fehlt uns noch der Radius bzw. die Strecke dh. Wir sehen, die Strecke dh liegt in keinem Dreieck drin. Also können wir da mal nichts berechnen. Kommen wir irgendwie anders auf die Strecke? Nun zum Beispiel, wenn wir die Strecke DE berechnen und davon die Strecke HE oder EH abziehen, bleibt genau dieser Teil übrig. EH kennen wir schon, ist nämlich genau gleich lang wie EK, also 13,9 cm. Brauchen wir noch die Länge der Strecke ED. Diese Strecke liegt im Dreieck DEK drin. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Wir kennen einen Winkel und wir kennen zum Beispiel hier die Gegenkathete zum Winkel. Also können wir diese Seite als Hypotenuse berechnen, und zwar mit Hilfe des Sinus. Also wir folgen: Sinus von 33,6 Grad ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete war die Strecke EK. Hypotenuse war die Strecke ED. Setzen wir dann auch die richtigen Zahlen ein. Also Sinus 33,6 Grad ist gleich, EK waren 13,9 cm, geteilt durch die Strecke ED. Das lässt sich jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Solvers wieder berechnen. Oder auch über Umformung, dann erhalten wir, die Strecke ED ist 13,9 cm geteilt durch den Sinus von 33,6 Grad und damit eine Länge von 25,1 cm. Also die Strecke ED ist 25,1 cm. Jetzt ziehen wir davon die Strecke EH ab, um die Strecke DH zu erhalten. Also DH ist gleich die Strecke ED minus die Strecke EH. Das sind 25,1 cm minus die 13,9 cm. Und das sind 11,2 cm. So, damit sind dann alle Größen bekannt. Ich kann jetzt tatsächlich IH berechnen. Und für den Kreisbogen gilt wieder 2 mal der Radius. Der Radius ist jetzt die Strecke DH mit 11,2 cm. Mal Pi mal Mittelpunktswinkel, sind die 71,4 Grad, geteilt durch 360 Grad. Und das ergibt dann eine Länge von ca. 14,0 cm. So, jetzt fehlt noch die letzte Größe, nämlich die Strecke AI. Schauen wir uns nochmal an, wo liegt die? Das ist das Stück hier. Liegt auch in keinem Dreieck drin, aber wie können wir sonst berechnen? Ja, wir kennen die Strecke AD. Wir kennen außerdem die Strecke von D nach I, weil die ist genau gleich groß wie die Strecke DH.
also wieder eine einfache Subtraktion. Für AI folgt also AD minus D nach I, weil DI ist gleich groß wie DH. Setzen wir die Zahlen ein. AD waren 35 cm minus DI mit 11,2 cm. Und das sind gleich 23,8 cm. So, damit sind jetzt alle Größen bekannt. Überprüfen wir es nochmal. AI habe ich gerade berechnet, sind die 23,8 cm. AB sind 60 cm. Kreisbogen IH sind hier mit 14 cm. Und der Kreisbogen GH haben wir am Anfang berechnet mit 27,4 cm. Also noch einmal zusammenrechnen. U ist gleich 2 mal die Strecke AI plus die Strecke AB plus 2 mal der Kreisbogen IH plus den Kreisbogen von GH, also noch die 27,4. So, das müssen wir jetzt noch einmal ausrechnen, einen Taschenrechner eingeben und dann kommt eine Länge von 163,0 cm heraus.